Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist. Jetzt haben wir uns schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder einmal in der Kapelle treffen können. Ein bisschen müssen wir wahrscheinlich noch warten. Also habe ich mir gedacht, ich mache heute wieder mal ein Video für dich. Weil ich will dir wieder mal eine Geschichte von Jesus erzählen. Also eigentlich fängt die Geschichte gar nicht mit Jesus an, sondern mit Johannes. Johannes der Täufer. Das war ein Mann, der den Menschen ganz oft von Jesus erzählt hat. Und eines Tages hat er Jesus vorbeigehen gesehen und hat zu zwei von seinen Freunden gesagt: Schaut, dort geht Jesus, der, von dem ich euch immer erzähle. Und die beiden sind daraufhin dem Jesus einfach nachgegangen, weil sie ein bisschen neugierig waren vielleicht. Jesus hat das bemerkt und hat sie gefragt, was sie von ihm wollen. Und darauf haben sie gesagt, sie würden gerne wissen, wo Jesus wohnt. Und darauf hat Jesus sie einfach eingeladen. Er hat gesagt, kommt und seht. Und die beiden Männer sind mit ihm mitgegangen und haben den ganzen Tag mit Jesus verbracht. Einer von den beiden, der hat Andreas geheißen, der war so begeistert von Jesus, dass er das dann seinem Bruder Simon erzählt hat. Und am nächsten Tag hat der Andreas dann einfach den Simon mitgenommen und Jesus gleich noch einmal besucht. Die beiden sind dann nicht nur den Tag bei Jesus geblieben, sondern ganz lange bei ihm geblieben. Sie sind seine Apostel geworden, Andreas und Simon Petrus. Stellt euch vor, wie toll Jesus für die beiden gewesen sein muss. Die sind ihm einfach nachgegangen und haben ihn begleitet. Jesus hat ja zuerst den Andreas eingeladen und der war anscheinend so begeistert, dass er diese Einladung auch gleich an seinen Bruder weitergegeben hat und den Simon mitgenommen hat. Jesus lädt uns, glaube ich, alle ein, dass wir bei ihm sein dürfen. Und nicht nur die Menschen damals, sondern auch uns heute. Und das Schöne ist, sogar wir dürfen einander einladen, zu Jesus zu kommen und ihm zuzuhören und mit ihm Zeit zu verbringen. Heute habe ich mir gedacht, lade ich dich ein. Du darfst Jesus kennenlernen, wenn du das möchtest. Und auch wenn du ihn nicht sehen kannst, kannst du mit ihm reden. Er hört dir ganz bestimmt zu. Ich mache das gerne am Abend, beim Schlafengehen. Da rede ich noch ein bisschen mit ihm und erzähle ihm, wie mein Tag so war. Vielleicht magst du das heute auch ausprobieren? Ist ganz einfach. Du kannst dich einfach in dein Bett legen, beim Schlafen gehen und kurz bevor du die Augen zumachst und das Licht abdrehst, sagst du einfach: Gute Nacht. Ich bin ganz sicher, dass er dich hören wird.